Ich bin Harald Schirmer, Manager Digital Transformation and Change im Personalbereich der Continental AG. Über unsere coole Organisation werden wir zum Wochenauftakt noch mehr erfahren. Wer mag, kann natürlich schon mal bei Google nach Continental AG suchen und lernen, was wir so machen. Ich habe unsere Woche unter drei Begriffe gestellt. Go Digital, Wir gewinnt und Mutanfall. Das klingt nicht nach tollen Methoden und Checklisten, die man einfach nur abarbeiten kann. Dafür kann jeder jetzt gleich auch damit anfangen. Hab den Mut, neu Lernen zu entdecken und zu gestalten. Nutze die digitalen Möglichkeiten. Manchmal müssen die Organisationen erst noch installieren, was notwendig ist, zum Beispiel ein Enterprise Social Network, beziehungsweise die vorhandenen externen Lernkanäle legalisieren, YouTube zum Beispiel. Und mach das Ganze nicht alleine. Lernen geht gemeinsam viel besser. Um zu verstehen, wie die Lernprogramme, über die ich in unserem MOOC sprechen möchte, entstanden sind, möchte ich euch einfach einladen, mal das Format zu ändern. Ich bin jetzt gerade hier in meinem Homeoffice und beginne den Tag mit einem ausgiebigen Lernfrühstück. Ich lasse mich über Twitter, Facebook und Co. mit Essenzen der letzten Stunden versorgen. Nebenbei werde ich von gezielter Werbung aus Kickstarter, Technologiemagazinen und sozialen Projekten inspiriert. Ja, man kann Werbung blöd finden, oder man kann die Mechanismen und Algorithmen für sich nutzen. Für was ihr euch aktiv im Netz interessiert, bestimmt die Werbung, die ihr bekommt. Und hier noch ein kleiner Lerntipp. Lernen soll neugierig machen. Also fangt nicht den Arbeitstag mit eurer Mailbox an. Das ist eine große Aufgabenliste. Die sorgt nicht dafür, dass ihr inspiriert seid. Kreativität entsteht da, wo ihr gestört werdet, und zwar positiv. Und schon geht's los zu unserem ersten Termin heute. Mit unserem Betriebsrat wollen wir auf eine Lernreise gehen, um wirklich an allen Seiten die richtigen Informationen zu haben, um sehr transparent und offen über die Möglichkeiten und natürlich auch über die Gefahren sehr, sehr konkret zu diskutieren. Nur wenn wir gemeinsam ein gewisses Lernniveau haben, können wir auch gute Entscheidungen treffen. In der Regel, wenn es um das Thema Lernen geht, reden wir über Learning Management Solutions und Plattformen und Dinge, die uns helfen, Lernen zu organisieren. Ich persönlich halte es natürlich für wichtig, gleichwohl ist es für die Mitarbeiter und für die, um die es eigentlich geht, interessanter, was soll denn gelernt werden und wie soll das Ganze gelernt werden. In unserem Beispiel geht es um die Ambassador Learning Journey, eine Gruppe von Leuten, die für die Continental an Universitäten geht. Für die haben wir eine komplett neue Lernreise entwickelt. Es geht um das Guide-Netzwerk, ein internes Netzwerk von Early Adoptern, Change Agents, die uns helfen, bestimmte Themen in die Organisation zu bringen. Es geht um CoachNet, eine Art Meta-Netzwerk von Leuten, von Coaches innerhalb der Firma, die sich verbunden und damit effizienter im Unternehmen für Wirksamkeit stark machen. Es geht um die globale Beteiligungskampagne, die vielleicht der eine oder andere schon auf YouTube, auf LinkedIn oder in verschiedenen anderen Kanälen gesehen hat. Die lief letztes Jahr und wir haben versucht, mal alle Mitarbeiter in dieses ganze Thema mit zu involvieren. Und last but not least, das aktuelle Projekt, wo ich jetzt gerade auch unterwegs bin, Office 365 New Work Style. Wir wollen für die gesamte Organisation eine neue Arbeitsweise finden, gemeinsam gestalten und dann auch etablieren. Es gibt also viel zu tun. Gehen wir es an. Noch ein kleiner Nachtrag, weil das Wichtigste oft vergessen wird. Wir sollten natürlich auf jeden Fall uns Gedanken darüber machen, warum sollte denn ein Mitarbeiter oder vor allen Dingen auch eine Führungskraft lernen? Wozu? Ja, wozu eigentlich lernen? In ungefähr 20 Jahren, in denen ich mich mit jetzt Knowledge Management, Wissensmanagement beschäftige, habe ich immer das Gefühl, unser Gehirn ist wie ein Parkhaus. Die Wissenseinheiten werden anhand von Kursen dort eingestellt und stehen da in Reih und Glied, manche schön, manche weniger nutzvoll, und warten darauf, abgerufen zu werden. Aber wie oft wird denn das Wissen wirklich angewendet? Wie oft wird das, was wir gelernt haben, auch wirklich in die Tat umgesetzt? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Menschen sind doch sehr unterschiedlich. Sind die Lernkonzepte, die doch relativ einseitig sind, wirklich für alle Menschen geeignet? Oder muss ich mir erstmal die Zielgruppe anschauen? Um sich ein Bild der Diversität unserer Mitarbeiter zu machen, nehme ich gerne das Beispiel einer Bahnhofsbuchhandlung. Die Vielfalt der Magazine spiegelt die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Leser wider. Hinter jeder Zeitung stehen zigtausende von zahlenden Kunden, die sich für das jeweilige Thema interessieren. Nur wie bekommen wir diese Vielfalt in unsere Lernprogramme? Gemanagt wäre das viel zu viel Aufwand. Aber es gibt eine Lösung.
Social Learning. Wenn Prozesse, kleine und große Ergebnisse, Fragen oder Lösungen sichtbar werden, können diese von anderen genutzt, geliked oder geteilt werden. Wissen wird damit lebendig. Dazu müssen wir nicht alles über den Haufen schmeißen und auf der grünen Wiese wieder von vorne beginnen, sondern einfach mit den Dingen, die wir gelernt haben am Tag, uns 5 Minuten Zeit reservieren und diese Dinge vielleicht vertiefen und idealerweise vielleicht mit anderen Leuten teilen. In einem sozialen Netzwerk, über Twitter, über Facebook. Wenn man sich jeden Tag eine kleine Sache vornimmt, die man am Tag gelernt hat und die am Ende des Tages mit anderen teilt, wäre schon viel gewonnen. Ich weiß, Sie stellen sich jetzt die Frage, was habe ich schon zu erzählen? Wen interessiert denn das, was ich heute gelernt habe? Aber keine Sorge, das entscheiden andere und das ist gut so. Denn Sie wissen ja nicht, für wen Ihre Information, Ihr kleiner Learning Byte, der Lernhappen gerade interessant war. Aber es muss irgendjemand anfangen, es zu tun. Im Internet ist es ganz üblich, dass Sie für alles und jedes heute ein YouTube-Video finden. Aber haben Sie diese Kultur schon im Unternehmen? Dass Leute etwas teilen, was sie gelernt haben, wie sie neue Geräte in Betrieb nehmen, wie sie erklären, wie man sie vielleicht repariert? Das ist noch nicht in den meisten Firmen angekommen. Wir müssen aber anfangen. Und der Anfang ist, dass man sich Medienkompetenz erarbeitet. Also lassen Sie uns in der kommenden Woche, vielleicht entlang der Beispiele, die wir von Continental bringen, jeden Tag ein anderes kleines Werkzeug ausprobieren und sehen, wie weit wir damit kommen. Vielleicht macht's ja Spaß. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns begleiten. Also bis dann.